Und damit herzlich willkommen zum ersten Video im neuen Jahr und zwar wieder Call to Arms, Gates of Hell, Ostfront, Teil wie SOTA DLC, Scorched Earth DLC. Obwohl es eigentlich in diesem Video nicht um die DLCs geht, sondern um die Einheiten, welche auch die Spieler neu dazu bekommen haben, welche kein Geld dafür ausgegeben haben. Und zwar hat die Sowjetunion, welche ich bereits ausgewählt habe, im Zeitraum spät, entschuldigt bitte, erstes Video nach einer Langeweile, entschuldigt die Versprecher. Ah, hier ist schon ausgewählt, und zwar die Sowjetunion in der Kriegsphase spät haben bei Leih und Pacht ein paar neue Einheiten zu bekommen, welche auch den Spielern zur Verfügung stehen, welche kein Geld ausgegeben haben. Außerdem gibt es hier was Neues, und zwar sieht man hier, wenn man die Augen ganz eng zusammenkneift, sieht man hier so ein bisschen die Flagge Japans und hier die Flagge Polens. Das bedeutet, demnächst werden wir wahrscheinlich auch noch andere Fraktionen bekommen. Und zwar Japan fände ich deswegen sehr interessant, denn es gab ja auch einige Gefechte zwischen Japan und der Sowjetunion in der Mandschurei. Das würde ich sehr, sehr gerne spielen. Das hat man sonst nie. Obwohl Polen wäre auch ein sehr, sehr interessanter Kriegsteilnehmer. Vielleicht kriegen wir dann endlich mal ein Spiel, wo wir einen K98 haben. Obwohl in Man of War Assault Squad 2 in einer Mod gibt es, glaube ich, den K98. Genau, den habe ich ja damals bei meiner eigenen Armee meinen Kämpfern gegeben. So, dann geht es los. Wie immer die gleiche Karte, damit wir die Einheiten auch gut unterscheiden können, beziehungsweise deren Leistung auch einschätzen können. Das wäre so nicht der Fall, wenn ich mir jedes Mal eine andere Karte nehmen würde. So, und da sind wir im Spiel und dann gucken wir mal, ich fange hier am allerliebsten mit den Partisanen an und stelle die an die Mühle. Allerdings ist auch noch eine kleine Änderung dazugekommen und zwar haben jetzt sehr viel mehr Einheiten hier die PPS 43. Außerdem wird euch gleich auffallen, dass das Spiel sehr viel bunter ist als sonst und zwar habe ich eine Mod installiert, welche das Spiel dann doch ein wenig farbenfroher macht als sonst. Hier haben wir unsere geliebten Partisanen mit Karabin 98 kurz, doppelläufigen Schrotflinten und ich glaube, es ist genau PPS 43 und zwar historisch korrekt zu Kriegsende haben vor allen Dingen jetzt viele Leute die PPS 43. Hier auch das der kleine Aufklärungstrupp. So, gehen wir mal rein. Genau, der Squadleader hat noch eine PPS. Die anderen müssten dann PPS, genau hier, PPS 43 haben. PPS 43, PPS 43, Musi Nagant. Und leider ist in dem späten Aufklärungstrupp kein Maschinengewehr mehr drin. So, euch würde ich mal nehmen und mal hier an die Front pushen. So, wir sind allerdings Leih und Pacht und deswegen werden wir auch gleich gucken, was wir denn als Leih und Pacht bekommen. Allerdings wollen wir vorher noch den Trick machen mit der Hilfseinheit und die an den bekannten Stein stellen. So, die würde ich gern aufteilen und zwar die Hälfte von euch würde ich gerne nehmen und hier hinter diesen Stein stellen, beziehungsweise hier ins Gras. Ah, wieso dürft ihr hier nicht ins Gras euch Deckung nehmen? Schwindelbude mal wieder. So, mein Plan besteht darin, die Mitte zu halten, dann mit Ingenieuren in der Mitte eine kleine Kuhle zu graben und in diese Kuhle die neuen Leih- und Pachtpanzer reinzulegen. Und zwar namentlich den Sherman, ich glaube es ist ein M4A2, den wir hier haben. Ach, was ich nicht so ganz so gut finde, ist die neue Panzerschreckeinheit. Und zwar haben unsere Panzerschreckeinheiten hier als Russen wirklich den Panzerschreck. Und da wäre als Leih und Pacht eine Bazooka besser gewesen. Und die Bazooka ist sogar im Spiel, weswegen ich das nicht so ganz so gut nachvollziehen kann. So, ihr bleibt hier. So, die Wehrmacht, die durchschnittliche Wehrmacht, die geht hier schon relativ hart drauf. Deswegen würde ich sagen, ich guck mal, dass ich was hole, um die so ein bisschen auf Distanz zu halten. Ich glaube, ich komme um eine Panzerabwehrkanone nicht herum. Leider haben wir hier nur die M42 und nicht die 1K. Ach du Kacke, Maschinenkanone mit irgendwas. Ja, mittlerer Flakbus, beziehungsweise kleiner Flakbus. Das sieht nicht gut aus. So, aber ich würde einfach mal sagen, die bleiben da. Okay, die Wehrmacht schleiße hier schon mit dem Karabin 98 kurz an. Obwohl, sobald die sichtbar sind, dürfte die PPS H41 damit kurz einen Prozess machen. Ach, die haben ihn schon hier durch das Fenster gesehen. Das ist ja cool. Okay, jetzt kommt der Flakbus nach hier oben. Deswegen würde ich sagen, ihr drei geht am besten nach hier. Und ihr hier geht am besten hier ins Gebüsch rein. So, hier ist noch was Leichtes. Ach, einfach ein Kübelwagen mit einem MG34 drauf. So.
M42 einsatzbereit. Erstmal nach hier. Okay, die haben unsere kleine Sondereinheit hier ausgeschaltet. Und die alleine. Ach cool, der hat einen SVT-40. SVT-40 und TT-33. Okay, die jetzt hier aus der Deckung rauszuziehen, ist wahrscheinlich keine gute Idee. Die leben wahrscheinlich länger, wenn man die einfach hier lässt. So, Räuspern rausgeschnitten. So, ansonsten heißt es wahrscheinlich erstmal sparen. So, hier gibt es auch nicht wirklich was Besonderes. Aber in den Panzern könnte ich mal gucken. Genau, es gibt hier die SU-76M. Und die ist relativ cool. Die ist aber auch relativ teuer. Die hat nämlich Hohlladungsgeschosse drin. So, jetzt waren Rülpser rausgeschnitten. So, die sind in Position. Ich würde mal sagen, erstmal hier HE-Geschosse. Okay, die können relativ weit gucken. Was ist das denn hier? Ist das der Flakbus? Nee, das war ein SEKFZ 221. SEKFZ 221, genau die Version nur mit dem Maschinengewehr, ohne die Maschinenkanone. So, deswegen haben die aber wieder zurückgestellt auf APHEBC, Armor Piercing, High Explosive, Ballistic Capped. So, das sieht ganz gut aus. Wir müssen natürlich hier noch ein bisschen sparen. Gut. Hey, Moment. Ach so, die meisten Panzer sind hier noch mit dem Zeitlimit gelockt. Aber ich möchte ja sowieso erstmal Ingenieure holen. Genau hier, viel Engineers. Und ein schönes Loch buddeln. Denn die Shermans, die sind zwar richtig gute Panzer, die sind aber zu hoch. Und wenn man die nicht in einem Loch hat, dann gehen die sehr, sehr schnell drauf. So, aber ich würde trotzdem hergehen und mir hier nochmal was holen. Ich glaube einfach nochmal Partisanen und mit den Partisanen dann partisanenartig auch dann hier angreifen. Erstmal hier hinter den Holzstapel, dann hier hinter und dann ein Schützen hier in den Jägerhochstand. Das funktioniert immer relativ gut. So, wie sieht's aus mit euch? Euch wieder zurück auf HE umstellen. So, und ihr sollt jetzt hier diese schöne kleine Kuhle basteln. Und zwar am besten mal hier. Das ist die Panzerkuhle, die ist relativ mächtig, besonders wenn man da Panzer reintut. Wo die richtig, richtig krass sind, ist, wenn man da einen Stuck reinstellt. In Stuck sind dann richtig mächtig, die triffst du fast gar nicht mehr. Also ein Stuck in so einer kleinen Kuhle ist dann sehr, sehr schwer zu treffen. So, wir gucken mal, können wir schon das erste holen. Genau, der Carrier ist relativ witzig, da ist ein MG und eine Panzerbüchse drin. Der Stuart M3 wird leider relativ schnell getroffen, weil er sehr hoch ist. Er ist auch nicht wirklich kampfstark. Und dann haben wir den Valentine. Das ist der Valentine 7. Die Valentines sind immer ein bisschen komisch. Der erste Valentine, der hat nur einen Besa-MG drin. Dieser Valentine hat hier ein richtiges MG drin. Ich glaube, der ist schon relativ gut. Ich würde ihn gerne mal holen. So, genau. Was hat der? Ich glaube, der hat so eine Art Vickers-MG drin. Nee, der hat einen Browning 30 Cal hat der drin. Und der hat auch... Genau, der hat nur eine so eine komische Munition. Der hat keine Sprengmunition, der hat nur Panzerjäger-Munition drin. Also eine Panzerabwehr-Munition. APC-BC-Geschosse. Die Valentines sind immer ein bisschen komisch und besonders der Mark 9 ist relativ merkwürdig. Der Mark 9 hat nämlich kein MG mehr drin. Was macht er hier? Ach, das ist der Flakbus. Okay, der Flakbus ist natürlich gut damit beraten, sich hier vom Acker zu machen. Aber ich glaube, ich stelle ihn mal nach, damit meine Partisanen hier später leichteres Spiel haben. Und warum gehört das dem Gegner? Wenn ich hier Partisanen habe, also nochmal mit mehr Partisanen nachrücken. So, der sieht so aus, als könnte der nichts mehr machen. Und zwar, wenn hier das Fahrzeug kaputt ist, kann man leider auch nicht mehr die Flak da benutzen. Also für uns ist jetzt gerade gut. So, okay, die sind gerade erst angekommen. Dann geht es auch schon weiter für die guten Herren. Ich habe allerdings so ein bisschen Angst um den. Deswegen würde ich den hier etwas höher... Genau hier ist so eine Art natürliche Kuhle. Hier hinfahren. Übrigens sieht das Spiel auch viel besser aus, wie ich finde, wenn man diese bunte Mod aktiviert. So, die haben ihre Schuldigkeit getan. Ich würde allerdings hier auch nochmal einen Schützengraben bauen weiter vorne. So. Ihn wieder auf HE umstellen und weiter nach vorne ziehen. So, in der nächsten Reihe...
ist dann so ein komisches Aufklärungsfahrzeug. Genau, der Sherman M4A2, das war sogar richtig. Und der Churchill. Der Churchill ist relativ interessant. Und zwar der Churchill hält nach dem Update, hält ja richtig viel aus. Ist also kaum kaputt zu kriegen. Allerdings seine Kanone lässt hart zu wünschen übrig. Des Weiteren könnten wir dann hier eine 100mm BS3 Panzerabwehrkanone holen. Sogar mit Zugfahrzeug. Oder dann ganz später dann zwei Shermans M4A2s, allerdings schon mit der dickeren Kanone drin. Und eine dicke Stalin-Auge. Die Stalin-Auge ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ich hole mir ja gleich in 6 Minuten dann den Sherman-Panzer. Okay, die Wehrmacht scheint heute nichts von schweren Panzern zu halten. Die kommt irgendwie... Okay, das ist jetzt ein 2-2-2 mit Maschinenkanone. Das ist deutlich gefährlicher. Okay, meine Partisanen haben ja schon große Probleme. Die können jetzt hier noch drauf anrennen. Ach, der hat Infanterieschutz. Okay, dann würde ich sagen, ihr rettet am besten euer Leben. Und zwar ganz schnell hier hinterlaufen. So, schnell weg mit euch. Aber uns gehört die Mühle trotzdem. Hast du irgendwas zur Panzerabwehr? Okay. Hast du eine geballte Ladung oder Molotow-Cocktail oder RKG-Granate? Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ah nein, der hat eine MP40, aber trotzdem... Ja, er hat's geschafft. Er hat sich tapfer geopfert, der Sergeant RA. Ich konnte jetzt leider seinen Namen nicht mehr lesen. Oh, die haben schon Gewehr 43. Natürlich ist spät. Die haben bei den Handfeuerwaffen mittlerweile einiges verbessert. Noch nicht alles. Es gibt noch große Probleme. Aber oh, das gefällt mir nicht. Was bist du? Was machst du hier? Okay, du bist einfach ein so ein komischer Feldingenieur-Typ. Was machst du hier? Du solltest doch hier vorne den Schützengraben bauen. Wie ist das denn passiert? Ich hatte gerade Angst, der Panzer sei schon beschädigt und da wäre jemand ausgestiegen. Könntest du zufällig... Genau, du kannst nochmal so ein Ding bauen. Und zwar auch hier ist so ein Ding relativ mächtig. Ja genau, hier sind ja die Partisanen. Und die ganze Karte steht voll mit kaputten, nicht gepanzerten oder leicht gepanzerten deutschen Fahrzeugen. Okay, aber hier ist irgendjemand mit dem MG42, der was dagegen hat. Aber da brauche ich was dagegen. So, fahr du mal hier hin. Ah, verdammt. Das wäre so eine Schule. Das wäre so eine schöne Kuhle geworden. So, Sprengmunition. Aber das sieht von den Punkten ganz gut aus. Okay. Sehr gut. KP. Ich verwechsel das immer. KP ist mein Bevölkerungslimit, ne? Genau, MP ist die normale Währung. DP ist die Spezialwährung für die Doktrin und KP ist das Bevölkerungslimit. Okay, dann muss ich noch irgendwas verlieren, damit ich einen Sherman holen kann. Es ist jetzt natürlich verlockend, hier so eine SU zu holen. Allerdings möchte ich natürlich hier den Sherman zeigen. Allerdings hier so einen leeren Schützengraben zu haben, ist natürlich auch keine gute Idee. Also Partisanen und rein da. Übrigens, wenn man doppelklickt, dann rennen die. So, das sieht gut aus, das gehört uns. Das gehört auch uns. Allerdings möchte ich, dass der hier hinter diesem Stein steht. Ah, jemand mit einem MP40? Ah, wirft er was? Nee, der lädt einfach seine MP40 nach. Und wird schon von den Partisanen beschossen. Sehr gut. Die Valentines. Okay, der mittlere Valentine, also der 7er, hat eine 90er Panzerung. Die springen auch immer komischerweise in der Panzerung, die Valentines. So, er hier ist beschäftigt. So, wie sieht's aus? Noch 3 Minuten. Sehr gut. Wo ist der mit dem MG? Man muss mal gucken, dass der mit dem MG auch tief im Graben drin steht, damit er nicht getroffen wird. So, nochmal auswählen. Damit alle zu einem Team gehören. Sehr schön. Mit einem tapferen Partisan im Schützengraben. So, hier sind noch 2. Können die versuchen, hier eins davon zu reparieren? Das brennt, das wird natürlich nicht gehen. Aber können die hier hin? Können zumindest wahrscheinlich das MG daraus klauen. Aber meine M42 macht hier alles platt schon. Die sind schon Level 3. So, wieder zurück auf HE umstellen. So, mal gucken, wie viel haben die denn noch? Nicht, dass ich denen eine Munitionskiste kaufen muss. Okay, die haben noch 14 HE-Geschosse. Das gefällt mir ganz gut. Soweit noch 2 Minuten. So, der ist schon da. So, wo ist das Schraubenschlüssel? Ja, ist reparierbar.
Sehr gut, ist natürlich auch super praktisch, dass so ein ganz normaler Partisanenkämpfer einfach mal genug technisches Verständnis hat, um ein SD-Kfz 221 zu reparieren. Das gefällt mir sehr gut. Wie lange dauert das? Ich glaube, das dauert gar nicht mal so lang. Okay, Fritz hat was dagegen. Ich weiß nicht, was passiert. Es sah so aus, als hätten die sich gegenseitig geboxt. Aber er hier ist noch da. Du gehst am besten ganz schnell hier hinter das Rohr. Okay, der wirft eine Granate. Direkt auf ihn drauf. Verdammt, das hat nicht so gut funktioniert. So, das Bettchen für den Schirm ist schon gemacht. Und ich habe allerdings in der Zwischenzeit irgendwas gekauft. So, aber ich hoffe gleich auf die KP-Erweiterung. Außerdem wollte ich hier gucken, dass ich einen mit dem Gewehr... Was ist das? Ja, Kabine 98 kurz. Hier oben in den Hochsitz reinrenne. So, ihr Team liegt in Führung. Das ist ja sehr schön. Weil die Wehrmacht doch irgendwie relativ panzerfaul ist gerade. Was machen die da? Okay, das ist einfach jemand im MG42 Kurt aus der Hüfte. Okay, ah, jetzt sind die leer. Das heißt, ich muss, glaube ich, einfach mal die Munitionskiste kaufen. Die ist hier, eine sowjetische Munitionskiste, wo komischerweise dann auch deutsche Einheiten auch Munition rausbekommen können. Warum auch immer. Und ich habe mein Bevölkerungslimit zugestopft. Das heißt, ich muss auf die Erweiterung der KP achten. Na hier, MG34 regelt so ein bisschen. So, ich würde aber sagen, die Herren mit den Schrotflinten, mit denen renne ich mal hier hin. Die können sowieso nicht so viel regeln hier. Die hebe ich mir dann besser auf. Und du musst nicht so wirklich am Rand vom Graben stehen. Sehr gut, dann die nochmal umstellen. So, hier ist die Munitionskiste. Munitionskiste sind auch immer wieder zwei Einheiten. So, nehme ich dich hier hin und dich hier hin. Was man auch machen kann, man kann auch hier diese zwei Träger immer aus den Geschützen rausholen, wenn man dringend mal ein bisschen Personal mit Gewehren braucht. Okay, die erobern gerade das. Okay, KP wurden erhöht. Dann holen wir uns mal hier den Sherman. So, und direkt ab ins gemachte Bettchen. Was für eine Kanone ist da drin? Genau, da ist die M3-Kanone drin mit einem Kaliber von 75. Und der hat genau auch HE-Shells. Genau, und der hat auch einer, der aus dem Turm rausguckt mit einem 50-Kaliber-MG. Das ist auch sehr gut, aber der Typ wird da oben oft rausgeschossen. Das ist nicht so sonderlich praktisch. So, damit dürfen wir die Mitte halten und wir brauchen natürlich auch noch ein Thumbnail, ein cooles. So, am besten hier groß drauf, noch so ein bisschen Platz lassen für die Schrift. Und es wäre natürlich geil, wenn er jetzt nochmal schießen würde. Wahrscheinlich tut er uns allerdings den Gefallen nicht, weil er auch gerade nicht sieht, weil die Gegner auch relativ defensiv gerade drauf sind. So, aber es dürfte für Thumbnail reichen. Jetzt sieht diese Bildhälfte ein bisschen leer aus, aber da kommt dann die Schrift hin. Sieht er was? Er ist auch noch auf HE eingestellt. Aber diese Nachladesounds, die neuen von den Panzern, sind auch cool. So, aber wir verlieren so ein bisschen. Das heißt, hier möchte ich dann gerne nochmal Infanterie hinschicken. So, was ist denn... ja, das ist so ein riesiger Trupp nur mit Musin-Boys. Das ist relativ schlecht. Hier ist mittlerweile auch eine Panzerfaust abgebildet. Bei der Gardemarine, die ist mir allerdings ein bisschen zu schwer. Und wenn die Wehrmacht hier weiter nur noch mit irgendwelchen leicht gepanzerten Fahrzeugen ankommt, nehme ich mal den Trupp. Was ist denn da drin? Ah, PTRD, PTRD, PTRS, PPS 43. Das klingt doch nach was, womit man die Mühle gut halten kann. Dann rennen wir mal hier querfeld ein. Obwohl, kann das sein, dass das eine schlechte Idee ist? Ja, das kann sein, dass es eine schlechte Idee ist. Und zwar gehen wir erstmal, wo ist dieser Baumstamm? Genau, ist immer schön, wenn man diese Landmarks hat, wo man sich dann dran orientieren kann.
Ich habe leider nicht verstanden, was du gesagt hast, aber ich glaube, ich bin relativ deiner Meinung. Ach genau, das ist das Problem. Bei ihm hier geht relativ schnell die Munition aus. So, was machen wir dagegen? Okay, da kommt gerade was Dickeres. Was ist das denn? Oh, ein Jagdpanzer 38T. Allerdings bereits immobilisiert und ich glaube, er hat gerade meinen Sherman gekillt. Ja, kein Wunder, da ist ja auch eine Pack 39 drin. Ja, ich glaube, das war mal ein Sherman. Alter, der Turm ist bis hierhin geflogen. Oh, okay. Er hat gerade unsere Pack mit beseitigt. Hoppala, was habe ich gemacht? Okay, ich habe mich irgendwie hier reingeloggt. Okay, ich kann jetzt andere Sachen holen. Was versuche ich denn? Ach, am besten eine SU-76M. Die hole ich am besten ganz weit hinten nach hier hin. Und guck mal, was ich als Ersatz hole. Okay, das dauert noch ein paar Minuten. Und ich würde gern für hier was holen. Genau, CIS-3. Ich habe ja immer gesagt, dass die CIS-3 relativ schlecht ist. Das stimmt nicht. Und zwar die CIS-3 hat eine unglaublich hohe Reichweite. Und die CIS-3 hat Zugriff auf Heatgeschosse. Und deswegen habe ich letztens meine Meinung zwischen, also zu CIS-3 und CIS-2 geändert. CIS-2 fand ich ja bis jetzt immer besser. Aber die CIS-2... Habe ich mich jetzt gerade vertan? Die CIS-2 fand ich sonst immer besser, aber die CIS-3 hat halt so eine richtig geile Reichweite. So, hier ist noch ein Panzerjäger. Okay, das ist ein Marder M, oder? Das ist ein Marder H. Okay. Das macht das Ganze ein wenig schwierig. Aber die SU sieht schon und die SU benutzt allerdings ihre... Lass mal gucken, die hat ja so vier verschiedene Varianten. Genau, die hat AP, HE, BC, Heat, HE und APCR, also Armor Piercing Core Rigid, also Hartkerngeschosse. Und ich glaube, die hat den Jagdpanzer 38T auch bereits ausgeschaltet. Ich würde mal weitergehen und mir einfach so eine ganz normale Einheit holen und die hier ans Rohr stellen. Nochmal gucken. Genau, die ganz normale Mischeinheit, also die ganz normale Hilfseinheit, hat jetzt in der späten Kriegsphase immer eine PP-SCH, hat eine Papascha und ein Musin dabei. So, das sieht gut aus. Natürlich, das ist immer ein bisschen ärgerlich. Das Wrack blockiert jetzt natürlich diesen mit Liebe gegrabenen Sandkasten. So, ist die schon einsatzbereit? Die steht auf HE. Gut. Und die soll HE verschießen. Und soll allerdings noch ein bisschen weiter nach vorne. Obwohl, hier habe ich kein Fleisch. Am besten hole ich mir aber was, hier um den Schützengraben neu aufzufüllen. So, Partisan. Denn sie hier alleine, das passt mir nicht. Deswegen würde ich sie auch ein bisschen früher schon in Stellung gehen lassen. So, was ist das? Genau, das war der Marder M. Der hat aber gerade schon einen abgekriegt. Und der wurde auch schon ausgeschaltet. Jetzt wurde er spätestens ausgeschaltet und jetzt brennt er auch. So, allerdings pushen die gerade dahin. Und das große Problem bei dem guten Stück hier ist, das Ding hat kein Maschinengewehr. Nein, nicht, bitte nicht drehen. Einfach ganz normal nach hinten fahren. Ui, dann mache ich das per Hand. Das Ding hat leider kein Maschinengewehr drin. Das ist der große Nachteil. Allerdings, wenn man sie umstellt auf HE, kann sie sich auch so ein bisschen gegen Infanterie wehren. Okay, ich habe mich gerade gefragt, wo die Typen für das Rohr sind. Da waren sie gerade. Okay, die CIS ist beschäftigt und meine Partisanen haben es leider im Großen nicht geschafft. Nur wieder ein bisschen tief in den Graben rein. Perfekt. So, können wir wieder was holen? Ach, wir haben nicht genug KP. Ich glaube, ich habe auch gerade eher ein Infanterieproblem. Soll ich diesen komischen Carrier mal zeigen? Der ist nämlich richtig ulkig. Ja genau, den kann ich ruhig mal zeigen. Der ist richtig komisch ausgerüstet. Und zwar hat der ein Maxim-MG drin und hier vorne... ist eine PTRS, ja genau, eine PTRS-Panzerbüchse ist hier vorne und hier oben ist halt so ein Maxim-MG drin. Das ist richtig komisch, das Teil. Ich glaube, das gibt es auch noch mit britischen Waffen. Dann ist es ausgerüstet mit einem Vickers-MG obendrauf und einer Boys-Panzerbüchse. Aber ich glaube, ich muss eher hier hin. So, gehe ich damit dahin und dann gehe ich damit ein bisschen weiter vor. Ach, der zweite schafft es noch bis zum Rohr. Okay, Musinboy hält das Rohr. Ah, ich habe hier hinten noch eine vergessene Truppe Partisanen. Die gehen am besten dann auch hier
Genau, man kann, darf, komischerweise darf man hier an den Stein und hier an den Stein, hier an die Steine nicht, hier an den Stein und hier an den Stein. Das ist total komisch, wo man hier an welche Steine darf und welche nicht. So, hier, da an die Steine. So, die macht nichts. Aber sie ist beschäftigt. So, die ist auch beschäftigt. Hat auch gerade irgendwas Größeres kaputt gemacht. So, mit dem Panzer ein bisschen weiter vor und ihr hier ein bisschen weiter vor. Denn ich sehe gerade, das Video ist relativ lang schon und wir haben noch nicht wirklich viel geschafft. Dafür brauche ich allerdings auch wieder Massen von Infanterie. Und ich habe nicht mehr genug KP für Partisanen, allerdings für eine Aufklärungsgruppe. Okay, schwer, mittlerer Panzer. Panzer 4H? Ne, Panzer 4J. So. Und Panzerabwehrgranate drauf. Ah, verdammt. Aber die haben wahrscheinlich noch mehr Panzerabwehrgranaten. So, der nächste darf es nochmal versuchen. Ich weiß nicht, wie die miteinander klarkommen. Die beiden Panzer. Aufstehen, Panzerabwehrgranate. Doppelklick zum Rennen. Ah, hat funktioniert. Hat nicht so gut funktioniert. Gut. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Dann würde ich versuchen, solch was Dickes holen. Ne, eigentlich würde ich eher lieber nochmal einen Sherman holen. Oder einen Churchill. Ich könnte mal einen Churchill holen. So, ihr wollt ja natürlich auch alles gesehen haben. So, der macht sich einfach wieder vom Acker. Und vielleicht ist er ja doof genug, in meine Cis zu fahren. Sag mal ein bisschen weiter nach vorne, obwohl die hat schlechte Deckung. So ein Cis-Geschütz wird schnell mal von Infanterie überrannt. So, was hat sie ausgewählt? Ich gehe mal hier auf die Hardkern-Munition. So, aber beide Dinger gehören fast uns. Ja, ein Panzer 4J macht mit einem Valentine kurzen Prozess leider. Okay, der hat einfach nur den Turm kaputt geschossen. Das kann man reparieren. Okay, ach, jetzt dürfen wir sogar die Dicken holen. Ich glaube, wir holen uns mal die dicken zwei Churchills, Shermans. Genau, da ist nämlich die lange Kanone dran. Die hat, genau, das ist ein bisschen merkwürdig. Und zwar, die längere Kanone hat einfach 1 mm mehr. Und zwar nicht 75, sondern 76. Das ist dann die M1A1C-Kanone mit einer Kaliberlänge von 52 und die knallt ordentlich, die Kanone. Aber ich muss die beiden Panzer auseinanderziehen. Und zwar möchte ich natürlich nicht beide Panzer gleichzeitig bei der gleichen Strecke haben. Ich möchte, einen möchte ich hier haben. Und der andere, den möchte ich hier haben. So, hier in dem zerstörten Haus. So, welche Munitionssorten haben die? Die haben nur zwei. Die Amerikaner waren immer sehr praktisch veranlagt. Und zwar einmal AP, C, B, C, HE und einmal ganz normale HE-Munition. Und die haben, glaube ich, noch weißen Phosphor, allerdings nur für, wie nennt sich das, Tarnung. So, kannst wieder einsteigen. Aber mittlerweile ist die Crew getötet worden. Was ist denn da passiert? Okay, er kann da zumindest noch schießen. Okay, hier kommt wieder ein Panzerjäger. Ah, diesmal ein. Nee, das ist kein Stuck, das ist ein Stu. Das ist die Sturmhaubitze. Sturmhaubitze 42G. Die ist auch relativ mächtig. Oh, scheiße, Kette defekt. Oh, Backe, ich hatte die sehr viel besser in Erinnerung. Was ist aber weiter hier? Der Panzer 4J, genau, der ist zum Glück ist der immobilisiert. Ja, genau, das schießt gleich. Das Ding hat nämlich eine Haubitze drin und zwar mit 10,5 cm. Das ist sehr mächtig. Das kann auch beides. Das kann man als Artillerie benutzen. Das kann man allerdings auch als Panzerjäger benutzen, weil es auch Heatgeschoss hat. Das ist besonders in der dynamischen Kampagne unglaublich mächtig, das gute Stück. Okay, das Ding brennt. Das heißt, da brauchen wir uns gleich keine Sorgen mehr drum zu machen. Etwas mehr Sorgen mache ich mir um ihn hier. Ah, genau, das ist das Problem. Wenn man jemanden aussteigen lässt, dann steigt immer sofort der Typ oben am 50 Cal aus. Und das 50 Cal braucht man, damit man sich gegen Infanterie verteidigen kann. Okay, der Carrier ist kaputt.
um den ist es auch nicht schade. Bazooka? Ach, das ist eine aus den Carriern. Ich glaube, irgendwelche aus den Carriern, die haben dann Bazookas. Oder Bazooken, oder wie auch immer die Mehrzahl ist. Die möchte ich gerne auf High umgestellt wissen. Ach, das wäre so ein Nerv-Mörser, ne? Okay, Mörser muss man am besten mal per Hand machen. ET. Okay, das ist jetzt ein bisschen unpraktisch, dass das jemand mit einer Panzerbüchse ist, aber auch das geht. So, wo ist der Mörser? Ich hoffe, den sehe ich gleich. Da. Und zielen. Ah, verdammt, der Mörser hat Deckung. Okay, die KI ist mittlerweile ein bisschen besser geworden und weiß, dass sie Mörsern am besten Deckung geben soll. Also das heißt, ihr am besten hier in die hinterste Kante davon. Wieso dauert das denn so lange? So, hier ist alles in Ordnung, obwohl hier auch die Stu ist gegen Mörser sehr, sehr anfällig, weil sie halt oben offen ist. So, hier ist der zweite German. German! So, wie geht's ihm hier? So, ich würde mal sagen, einfach mal, um auch den Gegner unter Druck zu setzen, einfach mal mit Partisan einfach hier hingehen. Nicht rennen gehen, denn wenn die rennen, dann wehren die sich nicht, wenn die was sehen. So, hier ist das nächste. Das müsste jetzt ein H sein. Panzer 4H, der macht mir auch große Sorgen. Der kann nämlich auch ordentlich wehtun mit seiner Kanone. Besonders solange er hier schräg steht. Ach, okay, hier ist einfach gar keiner drin. Deswegen würde ich sagen, einfach eine Hilfseinheit holen, um den zu reparieren. So, dich mit R einfach mal drehen lassen. So, durch Übergewicht nehmen die das auch ein. Allerdings kann man das wieder mit Partisanen lösen. So, Partisanen, einfach mal die Lösung für alles. Ah, sehr gut. Gut, dass ich ihn umgestellt habe auf Sprengmunition. So, ihn kann ich auch mal umstellen auf Sprengmunition. Ihn lieber nicht. Ach, er ist wieder vollkommen intakt. Und ihn würde ich dann gerne hier hinter die Steine stellen. Denn ich meine, der Churchill, ach Quatsch, der Sherman ist groß genug, dass er da drüber gucken kann. So, sein Reparaturteam ist noch nicht angekommen. Hier ist irgendwas Geschützartiges unterwegs. Ach so, das ist nur so eine kleine. Pack 36, vor der braucht man jetzt nicht so viel Angst haben. Ja, die ist sofort zerstört worden. So, hier schön MG34 auf MG34 aus Hüftanschlag. So, das ist doch ein H, oder? Genau, Panzer 4H. Einer meiner Lieblingspanzer, wenn ich selber Deutsche spiele, weil der wirklich relativ viel kann, auch mit der Kanone, die da drin ist. KWK 40 schon. So, Partisan, mal gucken. Und Angriff mit Panzer. Okay, er guckt nicht. Ah, das MG guckt auf ihn drauf. Sehr gut. Ich finde das immer witzig, wenn so ein kleiner Partisan auf einmal so einen ganzen Panzer ausschaltet. Wahrscheinlich musste das MG gerade nachladen oder sowas. So, und damit haben genug Partisanen überlebt, dass ich die Mitte bekomme. So, wie sieht's aus mit dem Panzer? Ist der kaputt? Ich glaube, wenn ich den repariere, repariere ich den eher für den Feind. So, nochmal gucken, dass ich hier irgendwelche Punkte bekomme. Soll ich einen kleinen Steward holen? Nee, ich finde, das lohnt nicht. Da lohnt es eher, eine ganz normale Schützengruppe zu nehmen und hier in den Graben reinzulaufen. So, die normale Schützengruppe, ich glaube, das sind mittlerweile auch nicht mehr nur Musin-Boys, sondern da sind, glaube ich, auch mittlerweile zwei Maschinenpistolen drin, glücklicherweise. So, okay, die Mühle sieht auch gut aus für uns. So, das gute Stück wieder auf HE-Munition umstellen. So, ihn auf HE-Munition umstellen. Und ihn auf HE-Munition umstellen. So, dann geht einer von euch, geht her und steigt schon mal ein. Nicht beide. Ach, egal. So, und wenn ich jetzt beim Panzer auf Reparieren klicke, steigt sowieso einer automatisch aus und repariert dann den Turm. Genau, was man vielleicht auch machen kann, mal gucken. Man kann einige Panzer, kann man so hintereinander stellen, dass sie übereinander drüber gucken können. Dadurch hat man eine unglaublich gute Deckung. Denn auch ein Panzerwrack kann kaum noch durchschlagen werden. Ich glaube, das passt. Lass mal gucken. So, wenn er sich jetzt dreht. Ja. Hier sieht man es nochmal. Und zwar die beiden Panzer, wenn ich sogar nicht das hier als Thumbnail mache, die können direkt übereinander drüber schießen. Die sind sozusagen ein SMK als zwei Panzer. Und wenn er hier vorne zerstört wird, dann verwandelt er
dann verwandelt er sich ja erstmal in einen Wrack und Wracks können nicht durchschlagen werden. Dann hat man hier so ein Wrack-Shield und Wrack-Shield ist hier noch sehr, sehr mächtig. Was allerdings auch mächtig ist, ist, glaube ich, das, was da kommt. Ach so, das ist nochmal ein Jagdpanzer 38T. Der hier, ja, der macht auch hier das Wrack-Schild. Wird allerdings auch schon beschossen. So, hast du noch eine zweite Ladung? Nein, einer von euch? Ja. So, und drauf da. Das scheint nicht funktioniert zu haben. Ach, weil es schon kaputt ist. Ah, nein, nein, nein. Eine Panzerabwehrgranate brauchst du da nicht hinwerfen. So. Es ist alles voller Wehrmacht, Wracks. Und wir haben gewonnen. Okay, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, das hat ja dann am Ende noch sehr gut funktioniert, wie ich finde. Dank der coolen Shermans. Allerdings möchte ich dann auch noch gucken. Dummerweise kriege ich keine EP dazu, weil ich halt diese Mod installiert habe, welche dafür sorgt, dass das Spiel ein bisschen bunter ist. Da kriegt man dann leider keine EP für. Am besten war ein Sergeant, der ein Fahrzeug gekillt hat und damit sofort eine Effektivität von 936% bekommen hat. Das ist immer sehr cool. Allerdings das nächstbeste war dann die M42 Panzerabwehrkanone. Mit 4 Fahrzeugen, dann ein Aufklärer mit 4 Infanteristen, dann die SU-76M, welche 3 Fahrzeuge ausgeschaltet hat und 17 Infanteristen, das fand ich sehr gut. Dann der Valentine, der hat noch 2 Sachen gekillt, ja, ich glaube, der hat den Flakbus gekillt am Anfang und ich glaube, einen Kübelwagen hat er abgeschossen. Dann auf die CIS-3 hatte ich nicht so geachtet, die hat auch 2 Fahrzeuge abgeschossen. Wie gesagt, die CIS-3 ist zwar nicht so feuerstark wie die CIS-2, die CIS-3, im Moment. Die CIS-3 ist zwar nicht so feuerstark wie die CIS-2, die CIS-3 hat dafür aber eine sehr viel höhere Reichweite. So, wo sind die Shermans? Das war der erste Sherman, der hat leider nur 7 Infanteristen ausgeschaltet, wahrscheinlich mit dem 50-Kerl obendrauf. Dann haben wir hier Panzerabwehr. Genau, dann haben wir hier die 2-mal, die haben nur 3 Infanteristen ausgeschaltet. Halte ich für ein Gerücht. Obwohl, das, was am Ende dann noch den Jagdpanzer 38T ausgeschaltet hat, kann auch die CIS gewesen sein. Dann haben wir hier den Universal Carrier. Dann lange... Nee, die Munitionskiste mit 0000. Okay, und weitere Infanteristen, die einfach nichts abgeschossen haben. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen dieses Video, dieses ersten Videos, welches ich im neuen Jahr aufnehme. Ich gucke, dass ich für dieses Jahr ein bisschen mehr Videos produziert bekomme als im letzten Jahr. Im letzten Jahr bin ich ja auch sehr oft krank geworden, muss man dazu sagen. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Dann könnt ihr jetzt hier meinen Kanal abonnieren. Falls ihr weitere Videos dieser Art nicht verpassen wollt, dann könnt ihr jetzt hier eins von meinen Videos gucken und dann 2 Videos von anderen Kanälen gucken, denn ich habe gesehen in Statistiken, dass ihr meistens dann zwar relativ oft auf das Video des anderen Kanals klickt, allerdings auf den anderen Kanal dann nur sehr selten. Deswegen gibt es neuerdings ab jetzt immer hier 2 andere Videos von anderen Kanälen oder auch ein Video von mir. Ich glaube, 2 Videos von anderen Kanälen wäre immer so ein bisschen doof. Ja, dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge, wenn hoffentlich dann wir irgendwann mal in ferner Zukunft die Japaner bekommen.